So, wir sind jetzt live auch auf Facebook. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung über Vermögenssteuern. Mein Name ist Maria Malcznik. Wir sprechen heute über Vermögenssteuern zur Finanzierung der Krisenpakete und auch zur Verringerung der Ungleichheit. Dazu haben wir zwei wirklich tolle GesprächspartnerInnen gewinnen können, die ich ebenfalls herzlich willkommen heißen möchte. Zuerst begrüße ich Gabriel Sückmann. Er ist Associate Professor of Economics an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Er ist Co-Autor des Buches Der Triumph der Ungerechtigkeit, Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert, das letztes Jahr erschienen ist. Weltweit bekannt wurde er durch seine Forschungen zu Steueroasen bzw. wie wir auch das gerne nennen, Steuersümpfen. Welcome, Gabriel Sückmann. We are very pleased to have you here. Weiters begrüße ich Barbara Taiber. Sie ist Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten Druckjournalismus Papier. Diese ist mit 270.000 Mitgliedern die größte österreichische Gewerkschaft. Die GPA-DJP hat Anfang des Jahres eine Kampagne für ein gerechteres Steuersystem gestartet und fordert unter anderem auch Vermögenssteuern. Und genau, deshalb wollen wir auch mit der Barbara Taiber darüber sprechen. Unser Gespräch heute wird aufgezeichnet. Sie können es dann auch auf der Facebook-Seite des Karl-Renner-Instituts nachsehen. Das Video wird dann ab morgen auch auf dem YouTube-Kanal des Renner-Instituts abrufbar sein. Das Gespräch wird in deutscher und englischer Sprache stattfinden. Gabriel Sückmann wird Englisch sprechen, Barbara Taiber Deutsch und ich werde je nachdem, mit wem ich spreche, das entweder auf Deutsch oder auf Englisch tun. Wir haben mit Claudia Gilli eine Dolmetscherin engagiert, die jeweils in die andere Sprache übersetzen wird. Auf Zoom haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Tonspuren zu wechseln, also entweder beim Original zu bleiben oder zur allein deutschsprachigen Variante zu wechseln. If you prefer to listen to the debate in English only, you can switch to the English channel. This is only possible if you join us via Zoom. Zum Ablauf. Wir werden zu Beginn einen kurzen Input von Gabriel Sückmann hören, auf den Barbara Taiber dann auch eingehen wird. Und es wird danach auch eine moderierte Diskussion geben, wobei die Zuseherinnen und Zuseher jederzeit auch die Möglichkeit haben, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Bitte nutzen Sie dafür die Kommentarfunktion auf Facebook bzw. den F&A-Button auf Zoom. Wir werden dann auch versuchen, möglichst viele Fragen oder Kommentare zu berücksichtigen. Genau. Warum sprechen wir heute über das Thema Vermögensteuern? Das ist, glaube ich, recht offensichtlich. Es werden milliardenschwere Rettungspakete geschnürt in vielen Ländern dieser Welt, um die Wirtschaft vor einem vollständigen Zusammenbruch zu retten und auch um die sozialen Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Auf nationaler Ebene in Österreich wurden bisher Pakete von über 50 Milliarden Euro zumindest kommuniziert. Und auch auf EU-Ebene wurden bereits verschiedene Mechanismen beschlossen. Jetzt gibt es die Diskussion über ein weiteres Rettungsinstrument, das sogenannte Recovery and Resilience Facility. Einmalausgaben, also wenn Krisen dazu führen, dass man einmal viel Geld ausgeben muss als Staat, sind zwar meistens langfristig kein Problem für die Staatshaushalte, weil dann irgendwann einmal auch die Inflation und möglicherweise auch oder wahrscheinlich wieder ein Wachstum das wieder reparieren kann. Allerdings wird es auch strukturelle Krisenmaßnahmen geben, zum Beispiel unbefristete Steuersenkungen oder Mehrausgaben für eine langfristig gestiegene Arbeitslosigkeit, die dann doch finanziert werden müssen. Und dann zeigt auch gerade diese Gesundheitskrise, wie wichtig ein gut finanzierter und gut ausgebauter Sozialstaat ist. In Österreich bezahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwa 80% aller Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Vermögensbezogene Steuern gibt es kaum. Und noch eine Zahl, die da auf der anderen Seite steht, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, konnte in den ersten Monaten des Jahres
2020 sein Vermögen um geschätzte 24 Milliarden Dollar erhöhen. Das ist ungefähr die Zahl, bei der momentan die Rezession in Österreich geschätzt wird. And so we are jumping over to Gabriel Sugman. In this context, my first question for Gabriel is the following. In your recent book, The Triumph of Injustice, How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay, you describe the rising inequality, especially in the USA, but also across the world. Over the last decades, taxes on higher incomes, on wealth, on capital, and on corporate profits were considerably lowered, while taxes on labor increased. Therefore, you argue to make the rich pay. What would be the benefit of higher wealth taxes or wealth taxes at all? You're also advocating a European wealth tax. What would be the main features of such a European tax? And what would be the benefits of a European wealth tax? Thank you. Thank you very much, Maria. And thanks to all of you for being here today. It's a pleasure to talk about wealth taxation with you. So let me start by saying that periods of crisis are often times of political metamorphosis. Ideas that seemed radical suddenly appear as common sense. So let me give you a couple of examples. In 1917, during World War I, the United States increased its top marginal income tax rate, so the rate that applies to the highest incomes, to 67%. Until 1915, this rate had never exceeded 10%. Second example, during World War II, Franklin Roosevelt argued in favor of imposing a legal maximum income of $25,000 of the time, the equivalent of a million of today's dollars. And Congress came close to agreeing with him and enacted a quasi-confiscatory top marginal income tax rate of 94%. These top rates remained around 90% until the early 1960s. So is the world, is Europe on the verge of a new golden age of taxation, of progressive taxation? Of course, it's too soon to tell whether the coronavirus crisis will, like the world wars, dramatically reshape government policy. But the social demand for more economic and tax justice is already clear, and it is unlikely to abate. Why is that? That's because the crisis is reinforcing the defining feature of the world economy of the last decades, namely the rise of inequality. Since they rarely have the possibility to work remotely, low-wage workers tend to be more severely affected by government-mandated shutdowns. Crises are usually bad for the wealthy who see the value of their wealth fall, but this time is different. Shutdowns have been a bane for small businesses, which saw their revenues vanish. But for many big companies and for their shareholders, the pandemic has been a boom. While brick and mortar stores closed, for instance, Amazon sales rose. While local newspapers had to furlough their staff, Facebook traffic increased. So governments worldwide have taken vital steps to alleviate economic hardship and support businesses. As government spending rose, tax revenues collapsed, and the result of this is a massive increase in the government deficit and a correspondingly large rise in the public debt. So what does economic history teach us about the fair and effective ways to deal with public debt overhang? We can look back at how governments dealt with the massive public debt that was accumulated over the course of the first half of the 20th century. And in hindsight, it looks like Germany followed the best path. Instead of inflating its debt away after World War II, like France and the UK did, for instance, Germany in the late 1940s and 1950s put in place progressive wealth taxes.
These taxes apply to net wealth, total assets, financial and non-financial assets, net of debts, and they were highly progressive. These wealth taxes paved the way for the German post-war economic miracle. We would be wise to follow the example that Germany set after the Second World War. This is why, with my colleagues Emmanuel Saez and Camille Landais, we proposed the creation of a progressive European-wide wealth tax. This tax would be assessed on the net wealth of the top 1% wealthiest Europeans, that is, Europeans who have more than 2 million euros in net wealth, in total assets, financial and non-financial, net of debts. This tax could have graduated rates, for instance, a rate of 1% for wealth above 2 million euros, 2% for wealth above 8 million euros, which is the threshold to be part of the top 0.1% in Europe, and 3% for billionaires for wealth above 1 billion euros. With a wealth tax like that, such a tax would generate about 1% of European GDP in revenue each year. So why is a progressive European wealth tax the best solution in our view? First, a wealth tax is preferable to inflation because a wealth tax provides clarity on the allocation of costs, while inflation redistributes wealth in a chaotic manner and not transparent and not democratic manner. Second, a progressive wealth tax restricted to the 1% wealthiest Europeans would be fair. By definition, only the 1% richest Europeans would pay the tax. It would mean no tax increase whatsoever for 99% of Europeans. And third, as I already mentioned, such a tax, despite being limited to just the 1% wealthiest Europeans, would generate a large amount of revenue, about 1% of EU GDP each year. That's government revenue that could be used to repay some of the public debt accumulating during the crisis. And more importantly, that's revenues that could be used to invest in the future, in education, in green energy, collectively. All of this in a transparent, fair, and democratic manner. So it's time for a wealth tax. Thank you very much, and I look forward to the discussion. Thank you very much, Barbara Taiber. Die Gewerkschaft für Privatangestellte Druckjournalismus Papier hat unter deiner Führung Anfang des Jahres auch eine eigene Kampagne für die Einführung einer oder für gerechtere Steuern gestartet. Erstens, warum habt ihr das gemacht? Es war ja noch vor der Corona-Krise. Warum habt ihr diese Kampagne gestartet und wie schaut denn euer Modell für eine österreichische Millionärssteuer aus? Ja, einmal vielen Dank für die Einladung zu eurer virtuellen Veranstaltung. Ich möchte dazu sagen, die GPA, DJB verlangt schon seit langem, schon seit vielen Jahren endlich eine Vermögenssteuer. Wir haben es jetzt Anfang des Sommers als Millionärssteuer tituliert. Du hast recht, wir haben da eine Kampagne gestartet, auch mit tollen Videos, finde ich, die uns gut gelungen sind, mit einer eigenen Homepage. Ja. Weil es darum geht, dass, du hast es erwähnt, dass die Steuerlast überwiegend Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen tragen. Aber eben Steuern extrem wichtig sind, ja, gerade jetzt der Sozialstaat hilft uns durch die Krise, ein gutes Gesundheits- und Sozialsystem, staatliches Pensionssystem, die Möglichkeit zu investieren, ist für eine fortschrittliche, lebenswerte Gesellschaft total wichtig. Nur die Frage ist eben, wer die Steuern zahlt. Und wir sind der Ansicht, dass jene, die viel, viel haben, ja, wirklich mehr Beitrag leisten sollten zum Steueraufkommen. Und die ganze Geschichte nach Fernsteuern, nach Millionärsteuern,
Die Frage hat sich noch einmal dramatisiert jetzt in der Corona-Krise. Wir beobachten leider, dass bei jeder Krise, bei allen wirtschaftlichen Verwerfungen, jetzt bei der steigenden Arbeitslosigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufgeht. Sie ist ohnehin in den letzten Jahrzehnten aufgegangen, auch weil es keine Vermögenssteuern gibt, also ganz wenige in Österreich, und die Gewinnsteuern zurückgedreht worden sind, die Körperschaftssteuern, die Lohnquote zurückgegangen ist. Ja, und da braucht es endlich auch eine Politik, die das ändern will, ja, die für eine Umverteilung in die richtige Richtung sorgt. Und das sind Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern einfach unerlässlich, sonst geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf, zusätzlich jetzt noch einmal verschärft durch die Corona-Krise. Und unser konkretes Modell ist folgendes, dass es eben einen Freibetrag von 1 Million Euro gibt und dann auch, wie vorher Gabriel Zuckmann beschrieben, eben ein bisschen anders, aber auch ein progressive Steuersätze, die das Nettovermögen von 1 Million bis 2 Millionen mit 0,5%, dann von 2 bis 3 Millionen mit 1% und über 3 Millionen von 1,5%. Uns geht es aber jetzt nicht darum, dass wir uns auf dieses Modell versteifen. Ja, vielleicht auch noch ein Unterschied, dieses Modell wird die reichsten 4% treffen. Ja. Es geht, glaube ich, wirklich nicht darum, sich auf ein Modell zu versteifen. Es gibt ja mehrere Modelle, die herumkursieren. Ich formuliere es jetzt so, radikalere, ja, aber wir brauchen endlich einen Einstieg, vor allem in Österreich, wieder in die Vermögens- und Erbschaftssteuer und auch genügend Einnahmen, die wir jetzt dann dringend brauchen, Stichwort Krisenkosten, ja, wer zahlt die Krise? Und ja, wie gesagt, der Hauptpunkt, den ich noch vielleicht anmerken möchte, ist, dass das Schöne und Positive ist, dass die große Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite ist. Ja. Wir haben das ja damals auch im Zuge unserer Kampagne abfragen lassen. Ja. Wenn man jetzt die wegrechnet, die keine Angabe gemacht haben, sondern die sich dafür oder dagegen aussprechen, haben sich 72% dafür ausgesprochen. Ich darf euch verraten, wir werden es erst am Montag präsentieren, die Zustimmung zu Millionärsteuern ist noch einmal gestiegen. Und das ist aber das, was den herrschenden Eliten gut gelingt, leider auch teilweise mit der Medienberichterstattung, dass sie uns einzureden versuchen. Das will eigentlich niemand, nur ganz wenige Radikale. Nein, dem ist nicht so. Die große, große Mehrheit der Bevölkerung steht bei dieser Forderung hinter uns und das sollte uns Kraft geben, dafür weiter zu kämpfen. Ja, danke Barbara. Die Frage mit eurer Studie wäre die nächste gewesen an dich. Die hast du schon beantwortet. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr wichtige Erkenntnis. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ihr diese Umfrage in Auftrag gegeben und veröffentlicht habt, weil quasi in der gesamten politischen Debatte um Vermögens- und Erbschaftssteuern dieser Mythos vorherrscht, dass das Steuern sind, die niemand will. Und das stimmt eben offenbar nicht. Das war eben uns ganz wichtig. Wie gesagt, jetzt in der Corona-Krise ist die Zustimmung noch einmal gestiegen. Eben du sagst, das ist ein Mythos und es geht darum, wirklich selbstbewusst aufzutreten mit dieser Forderung und wirklich auch das Bewusstsein zu haben, dass da die große Mehrheit hinter uns steht und dass man das auch nicht verklausulieren muss und wie auch immer. Der Punkt ist ja auch, das haben wir versucht, auch durch diese Videos und den Claim klarzumachen, dadurch werden ja die Superreichen nicht arm. Die können sich ja weiterhin de facto alles leisten, was sie wollen. Ja? Aber wir brauchen dieses Geld. Also in unserem Modell wären es circa 4,5 Milliarden Euro. Wir brauchen dieses Geld dringend für Investitionen, Klimaschutz, jetzt die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Ja? Und wenn wir da nicht endlich ansetzen, dann geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf
Und das ist einer der größten Sorgen, die die Menschen auch mit uns Gewerkschaften teilen, aber auch mit der Sozialdemokratie, dass man wirklich auch was machen muss gegen die aufgehende Schere zwischen Arm und Reich. Und da gibt es nicht allzu viele Dinge, die man machen kann. Das Treffsicherste ist eben einfach eine Vermögensteuer und auch eine Erbschaftssteuer mit durchaus hohen Freibeträgen. Danke. Gabriel Zugmann, did you know that there is no wealth tax in Austria, no inheritance tax? Yes, no, I think it's very striking to see the support that wealth taxation has throughout the world. So I've been following, for instance, a number of surveys that have been conducted in the US, and also in the US, you see when you ask Americans, do you think that a wealth tax on the very rich is desirable? A vast majority of Americans actually also say that they favor such a policy. About 70% of Democrats and more than 50% of Republican voters favor a wealth tax on the ultra wealthy in the US. And so there is broad support in Austria, in the US, in most other countries, as far as we can see, according to opinion polls. And so there is a moment today for wealth taxation. At the same time, I think it's important that we learn the lessons from the past experience with wealth taxation, because many countries have had wealth taxes over the course of the 20th century. I mentioned the case of Germany, but it was also the case in France, in Sweden. Some countries still have wealth taxes, like Switzerland, like Norway. Experience is mixed because one problem that was particularly acute in the EU was the problem of tax competition. Wealthy people moving to neighboring low tax countries to avoid the wealth tax. And so that's why the proposal that we make with my colleagues Camille Landais and Emmanuel Saez is for EU-wide wealth tax. Wealth tax at the level of the EU is the most powerful tool to tax wealth, because it would remove any incentive for people to move within the EU to avoid the tax. And so it would address the problem of tax competition. So that's why the ideal solution, in our view, involves a tax at the EU level. But I want to stress that even if we can't obtain an agreement at the EU level and have an EU wealth tax, there is still a lot that individual member states can do. And so if we failed to create an EU wealth tax, I would very much support individual countries like Austria creating their own wealth tax. But they have to do that smartly. And so what does it mean? It means that countries need to find a way to tax expatriates. In my view, that's the key problem, that's the key question. So concretely, what it means is that, imagine that Austria created a very progressive wealth tax on the super wealthy, and other countries, you know, other EU countries don't do that. So there is a risk that very wealthy individuals in Austria would move to Germany or to France or to Switzerland or to, you know, other countries with no wealth tax. But there is a solution to that problem. The solution would be for Austria to say, look, if you've been a tax resident in Austria for 20, 30, 40 years, and you accumulated a lot of wealth, you've built a huge fortune, then we, Austria, are going to continue to tax you for a few years, even if you leave, even if you expatriate, even if you move abroad. So right now what EU countries are doing is they're saying, okay, we are taxing our residents, and if they move abroad, we immediately stop taxing them. What a country like the US does is the polar opposite. What the US does is, if you're born American,
You have to pay taxes for the rest of your life in the US, no matter where you live. What I'm proposing is a middle ground. You know, I think these two polar cases are too extreme, and I think a middle ground would work well, a middle ground solution where if you've been a tax resident in Austria for, you know, a number of years or decades, you have to continue paying taxes in Austria, even if you move abroad, not until, you know, you die, not for the rest of your life, but maybe for 5 or 10 years. And with a solution like that, you can address the problem of tax competition, which was the key issue that undermined the European wealth taxes of the past. There's a question to you, Gabriel. It's Matthias Schnetzer who asked on Facebook, what is your response when opponents of wealth taxes argue that most of private wealth consists of business wealth and such taxes would eventually harm corporations? What would you tell them? Yes, it's a good question. So let me stress first that for a wealth tax to work well, it's very important that the tax be comprehensive, so that it taxes all forms of wealth at their market value with no exception or exemption or reduced rate, net of debts. It means in particular that business wealth should be taxed. So if you own a business that's very valuable, that has a market value, let's say, of 10 million euros, then you would have to pay some wealth tax on that. Second, the wealth tax that we are proposing is a progressive wealth tax. It means that if you own 2 million or less in wealth net of debts, you pay zero. Okay, if you own 2 million euros, you pay zero. If you own 3 million euros, you're going to pay 1% on 1 million, on the 1 million euros above 2 million euros. And so it's just 10,000 euros, you know, in tax. That's not a ton of money, 1% of 1 million euros. It's only the very, very wealthy, you know, with hundreds of millions of euros or billions of euros, who would see their tax rate increase significantly. And the rationale for such an increase is that today they are not paying you a lot, because when you're extremely wealthy, when you are a billionaire, when you own hundreds of millions in wealth, it's very easy to own a ton of wealth while paying relatively little in income taxes, you know, by structuring your wealth in such a way that it generates little taxable income. And that's why if you want fair taxation of the very wealthy, you need a wealth tax on top of the income tax. Now, is that going to destroy business activity? No, I think the reason why people create businesses and innovate is not primarily driven by taxation. Taxation can play some role, but it's a relatively modest role. You know, when you ask entrepreneurs, when you ask business founders, why, what matters for them in their choice to create a business, to grow a business, and what is a constraint for them? Taxes, you know, play a very minor role, you know, and what fosters business creation is good public infrastructure, an access to a large market like the EU market, having access to a well-trained, you know, productive workforce. All of this matters much, much more than taxes, according to the very people who create businesses. That's why I'm not very concerned that wealth tax would have, you know, very detrimental effects on business creation and entrepreneurial activity. Thank you very much. Barbara, es gibt, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Fragen, die sich darum drehen, wie wird denn das Vermögen bewertet? Das ist ja auch eine sehr häufig geführte Diskussion und ein häufig gehörtes Gegenargument, dass es sehr kompliziert sein kann, Vermögen, das nicht Bargeld ist, zu bewerten und dass es leicht ist, auch dieses Vermögen zu verstecken. Habt ihr euch damit auch auseinandergesetzt?
Das hören wir immer wieder, nur wir haben es jetzt vorher auch gehört, in fast allen OECD-Ländern gibt es Vermögenssteuern, wo das wirklich auch gut abgewickelt wird, wie man sozusagen eruiert, wie viel Vermögen die jeweilige Person hat. Und was ich noch sagen will, ist zu dem Thema der europäischen Vermögenssteuer, ja, das wäre natürlich das Beste, wenn es da keinen Wettbewerb geben würde. Aber Österreich hat eben da viel nachzuholen. Wir haben es ja erlebt, dass sehr, sehr reiche Vermögende beispielsweise aus Deutschland ihren Hauptwohnsitz nach Österreich verlagert haben. Also Österreich ist ein Steuerparadies für Millionäre und Milliardäre. Und wenn es andere Länder hinkriegen, dann werden es wohl wir auch hinkriegen. Und Österreich hatte ja sehr, sehr lange auch eine Vermögenssteuer. Und bei der Erbschaft ist zum Beispiel ja sehr, sehr klar, wie viel da vererbt wird. Ja, das ist ja nach wie vor auch kann man dem nachgehen. Und also es gibt immer so viele Argumente dagegen. Die einen sagen, da kommt zu wenig raus, es ist kompliziert. Ja. Aber bei Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stellt man sich irgendwie diese Fragen nicht so sehr wie für diese 1-4%, die man da treffen will, um eben sozusagen diese Schere nicht weiter aufzumachen. Und einen Aspekt möchte ich auch noch einbringen, der mir bei diesem Thema Vermögenssteuer wichtig ist. Wir müssen generell es schaffen, eine Änderung in den Köpfen herbeizuführen, dass Steuern was Böses oder was Schlechtes sind. Ja? Steuern sind total wichtig für eine fortschrittliche, lebenswerte Gesellschaft, in der sich alle Leute möglichst gut verwirklichen können. Ja? Stichwort eben Sozialstaat, gut ausgebautes Bildungssystem für alle. Vielleicht schon noch ein Aspekt auch noch. Was man natürlich bekämpfen muss, sind diese Steuerschlupflöcher. Ja? Du hast Amazon, irgendwer hat Amazon vorher angesprochen. Wenn man da nicht auch europäische Lösungen zustande bringen, wie eine echte Digitalsteuer, ja, die diesen Namen verdient, dass endlich Online-Giganten auch Steuern zahlen in Europa. Also das müsste man vor allem auch europäisch angehen. Ja, am besten natürlich auch die Vermögenssteuern. Aber da hat Österreich eigentlich extrem hohen Nachholbedarf, dass wir das Niveau der anderen europäischen Ländern oder auch OECD-Länder erreichen und nicht, ja, ich habe es eh schon gesagt, nicht weiter eigentlich ein Steuerparadies für Reiche sind. Gabriel, the question you of your first book or the book you became very popular with is around the question Barbara raised earlier now. So it's about profit shifting and base erosion and tax avoidance. Do you see, since you published your first book, is there any progress on an international level to tackle this problem? Because of course, obviously it's like one of the keys to tax justice. Yes, I think it's one area of tax policy and international cooperation where there actually has been significant progress over the last 10 years. So of course, we have not solved, far from it, the problems of tax evasion and profit shifting. These problems are still very real. However, there has been concrete progress. So, 10 years ago, before the financial crisis of 2008-2009, so 15 years ago, there was no exchange of information between banks in tax havens like Switzerland or the Cayman Islands and foreign countries' tax authorities. So it was extremely simple for people to hide assets, to conceal assets by moving wealth to these offshore banks. Today, there is an automatic exchange of bank information
between banks in tax havens and most of the world's tax authorities. So it doesn't mean that tax evasion has disappeared, but it means that it's much harder for people to hide assets. It's still possible, you know, by hiding wealth behind shell companies and holding companies and foundations. And so there are still considerable financial opacity, but tax evasion through offshore bank accounts is harder than in the past. And what's more important is that we've seen a new form of international coordination materialized in just a few years. I remember when I started studying these issues of tax evasion, of tax havens, almost 15 years ago, and when I said, oh, there should be an automatic exchange of bank information between offshore banks and other countries' tax authorities, at the time this idea was considered as completely utopian. People said, how can you force Switzerland, for instance, to exchange information with other countries if they want to have strict bank secrecy? That's their right, and they will never change their mind. But now we see that they've changed their mind, and that a form of international cooperation that was deemed utopian is now reality. And so that's a big progress. As regard to profit shifting by multinational companies like Amazon or Apple or Google, there's been unfortunately much less progress. So there is 40% of multinational profit that are shifted to tax havens globally each year. That's about 700 billion euros in profit that are made in places like Austria or Germany or the US or China, and that end up being booked and taxed at very low rates in places like Bermuda, like Ireland, like Singapore, and so on. And this profit shifting is on the rise, and so far it has not been curbed. However, there is already some signs of progress, because countries are discussing within the OECD concrete steps to address part of the problem. In particular, what makes me hopeful is that for the first time, there is a discussion at the OECD level about minimum taxation, about the idea that profits should be taxed at a minimum rate. And it's the first time ever that a minimum tax rate is being discussed in an international organization like the OECD. All the discussions about taxation so far have been about the definition of the tax base, have been about the exchange of information across countries, which are important, but the most important thing about tax policy is the tax rate, because even if we have a perfect tax base, perfectly well defined, if it's to apply a tax rate of 5% or 1%, or 0%, you know, it's a waste of time. It's pointless to spend so much time defining the tax base. But now we're seeing a change, we're seeing discussion, an embryo, a beginning of a discussion about tax harmonization. That's what makes me hopeful for the future. I think one interesting question is, what's the most striking argument for a wealth tax? So we were talking a lot about who pays for the crisis, for the cost of the crisis, and who takes the burden for the social state and our infrastructure and so on. But there is one other argument for a wealth tax, and as you, Gabriel, you were also working with Thomas Piketty, who impressively showed in his work how extremely unequal wealth is distributed and how this gets rapidly worse and how dangerous this is, both for the economic development on the one hand, but also for our societies and for our democracy. Do you think we need to talk more about this fundamental issue of inequality, maybe instead of the need for a contribution of rich people to our common goods and to our infrastructure and education system and health system and so on?
Yes, I think both arguments are very important. So we need a wealth tax because it's important to have tax justice, you know, to make sure that the very wealthy do not pay less as a fraction of their true income than the rest of the population. And too often it's the case that extremely wealthy people can get very low tax rates because they have access to all sorts of tax avoidance opportunities. So that's one important argument for wealth tax, tax justice. The other, perhaps even more important argument is the need for the tax system to regulate inequality. So what this means is that, you know, for most people, wealth is safety. It's a good thing. For the very rich, wealth is not safety. Wealth is power, is the power to influence economic policy or policy making in general. It's the power to influence the prevailing ideology by buying newspapers or media, for instance. The power to influence politics. And so an extreme concentration of wealth means an extreme concentration of power, of economic and political power, and it can be corrosive for society and for democratic institutions. That's why there is a good case to be made that we should use the tax system to prevent an excessive accumulation of wealth by just a few individuals in society. And the wealth tax is the most powerful tool that exists to limit the concentration of wealth and so the concentration of economic power. And I think we need to talk more about that very important aspect. Barbara, war das auch eine eurer Beweggründe für eure Kampagne? Oder ist es auch einer der Gründe dafür, warum ihr Millionärsteuern fordert, quasi diese Frage Überreichtum? Ich habe den Eindruck, wir diskutieren das relativ wenig eigentlich, was das für Auswirkungen haben kann, wenn wenige Menschen zu viel Vermögen haben, nämlich welche Auswirkungen das auch auf die Demokratie und die Gesellschaft haben kann. Ja, absolut, das war mit ein Grund. Wie gesagt, wir stehen schon seit langer Zeit für Vermögensteuern, aber schon auch das, was sichtbar geworden ist in dem vergangenen Jahr und auch jetzt wieder durch den Untersuchungsausschuss, wie sich ganz Reiche in dieser Republik, und das ist ja nicht nur auf Österreich beschränkt, einfach Politik Einfluss kaufen können, ja, und dass zunehmend leider eben Politik nicht für die vielen gemacht wird, sondern für die, die sich es eh irgendwie dann richten können. Und wenn die Ungleichheit so weiter zunimmt, dann hat das Auswirkungen auf die Demokratie, auf wer bestimmt mit. Ja? Und einen Aspekt möchte ich vielleicht noch einbringen. Ja, es ist prinzipiell eine Frage der Gerechtigkeit, wer was beisteuert zum Funktionieren, zum Gutfunktionieren unserer Gesellschaft. Aber es gibt auch wirklich Belege dafür, dass eine Gesellschaft, in der die Ungleichheit nicht so groß ist, auch eine glücklichere Gesellschaft ist. Also wir müssen es irgendwie schaffen, dass es fast dann doch im Interesse aller ist. Und es geht ja um das, wie glücklich man ist, ja, wie wohl man sich fühlt, wie sicher man sich fühlt, dass eben da wir alles dafür tun müssen, dass wir eben die Schere zwischen Arm und Reich schließen. Nur ein plakatives Beispiel dafür. Eine Bekannte hat mir geschildert, Südafrika, eine sehr ungleiche Gesellschaft. Dort ist es so, dass in den reichen Familien, die nur mehr in gated communities leben, ja, Stacheldrähte an allen Zäunen, ein Kind, ja, wenn sie ihre Freundin besuchen will, ja, die nur im Nachbarhaus wohnt, wird teilweise in den gepanzerten Wagen gesetzt, ja, weil es so viel Kriminalität dann auch gibt. Also
es haben, glaube ich, alle ein Interesse, sollten ein Interesse daran haben, dass wir nicht auf solche Zustände zusteuern. Und dafür muss man aber aktiv politische Maßnahmen setzen. Und eben, was die Grundlage dafür ist, ist ein gerechtes Steuersystem. Und eine Vermögensteuer ist aus unserer Sicht die gerechteste Steuer. Man kann es auch argumentieren, zum Beispiel als gerechteste Ökosteuer, weil Reiche haben den größten ökologischen Fußabdruck, ja, Privatjets, was auch immer. Ja. Also es ist in vielerlei Hinsicht einfach gerecht. Wir haben noch eine Frage hier auf Zoom, vielleicht Barbara noch einmal an dich. Die Frage ist, Vermögenssteuern oder quasi die Vermögenssubstanz besteuern oder Erbschaftssteuern oder beides? Weil es spricht natürlich auch viel für Erbschaftssteuern. Das ist ja auch eine sehr elegante Steuer. Ja, also wir wollen prinzipiell beides. Was man aber sagen muss, dass Erbschaftssteuern wahrscheinlich noch ein Stück weit leichter umzusetzen wären. Ja, das gibt es ja wirklich fast in jedem Land und wir sehen es ja, Reichtum wird vererbt. Ja. Man kann das verfolgen über Jahrhunderte, ja, dass da in wirklichen Clans, wie auch immer, immer mehr Geld angehäuft wird. Also prinzipiell, wir sprechen uns für beides aus, aber wahrscheinlich wären Erbschaftssteuer eben mit einem Freibetrag von 1 Million wahrscheinlich durchaus auch leichter und schneller umzusetzen. Und ja, aber wir bräuchten in Wahrheit beides. Gabriel, do you have a preference? Inheritance tax or wealth tax? Yeah, I think both the wealth tax and the inheritance tax have a role to play. So it's not an either or question. No. Inheritance tax is a one-time tax at the time of intergenerational transfers. So it does nothing to reduce wealth inequality before these intergenerational transfers. Because it's just a one-time tax, it doesn't collect a ton of revenue. It has less revenue potential than a wealth tax. Many of the wealthiest people in societies today, you know, you look at the owners of Google or Facebook, you know, they are young, you know, they are, you know, 30, 40, 50. So why wait for 40, 50 years before taxing them? You know, I think we should tax them now. But with an annual wealth tax. But an inheritance tax is also very important, and we need both instruments. I have one last question to you, Gabriel, because as you are based in the US, and of course we are all looking over there at the moment and following the events and also the Black Lives Matter movement. You were helping Elizabeth Warren and Bernie Sanders to develop their tax models. So both of them are out of the race, and now it's most likely Joe Biden to take over and to be the Democratic candidate. Do you see in his campaign also a progressive approach towards a new tax system and to more and higher wealth taxes? Or do you think with Warren and Sanders dropping out of the race, this is pretty much over? I think the ideas that were defended by Warren, Sanders, and in particular the idea of a progressive wealth tax are very popular. I mentioned the opinion polls, you know, with 70% of Democrats, more than 50% of Republican voters in favor of such a tax. And so this idea is not going to go away. Whether it's going to become a reality in the very short term, or whether it's going to take 4 more years or 8 years, no, nobody knows, but the demand in the US for economic and tax justice and social justice is so strong that I think it's likely that we'll see major changes
in terms of tax progressivity, but other economic and social policies in the years to come. And some aspects of the Biden platform are indeed very progressive and a major departure compared to the past decades. You know, to take just one example, in his platform, he's advocating for more than doubling the federal minimum wage. The federal minimum wage in the U.S. right now is $7.25 an hour, and he proposes to increase the minimum wage to $15 an hour. So that's, you know, that's a very significant change for millions of workers in the U.S. How do you think it will turn out in the end, the election? Well, that, you know, nobody knows. It's impossible. You know, politics is impossible to predict. So I won't make any prediction. I know. I tried. All right. Thank you very much. Danke fürs Zusehen. Danke an Gabriel Zuckmann und auch an Barbara Theiber. Ich wollte mich auch gerne noch bedanken bei unserer Dolmetscherin Claudia Gilli und auch bei meinem Kollegen Gerhard Machel, der dieses Gespräch organisiert hat und betreut hat, und auch meine Kollegin Barbara Hoffmann, die uns technisch unterstützt. Vielen Dank. Wir werden natürlich auch an dem Thema Vermögensteuern dranbleiben. Es wird mit Sicherheit auf der Tagesordnung bleiben. Man sieht auch in den letzten Tagen, dass das auch in der österreichischen Innenpolitik wieder stärker präsent ist. Auch die SPÖ hat eine Kampagne für quasi echte Hilfe in der Corona-Krise und fordert auch, dass zur Bewältigung dieser Kosten große Vermögen besteuert werden. Ich darf vielleicht noch einen Hinweis auf eine nächste Veranstaltung, nämlich schon morgen, anbringen. Und zwar gibt es morgen um 11 Uhr am Vormittag auch auf unserer Homepage bzw. auch auf Facebook eine Veranstaltung über Serbien. Es sind Parlamentswahlen in Serbien dieses Wochenende. Das ist auch sehr spannend dort. Wen das interessiert, ist sehr herzlich eingeladen, auch an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen einander bald wieder. Einen schönen Abend noch.